Hallo, ich meine Damen und Herren. Gabe Follower hat vor 4 Tagen ein neues Video hochgeladen und die hat mir im Stream direkt gesagt, ich soll zwingend darauf reagieren, weil es total cranky Infos wären. Und für manche einen soll ich auch ein bisschen übersetzen. Und da würde ich sagen, stürzen wir uns direkt rein. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, meine Mutter. Mini-Disclaimer, bevor es losgeht, das ist jetzt kein Reaktionsvideo, sondern ich bespreche eben die einzelnen Punkte dann zusammengefasst. Aber ich hau natürlich auch direkt meine eigene Meinung zu der Geschichte raus. Wir schauen uns jetzt aber nicht zusammen das Video an, sondern ich... Let's go. Ich hoffe, dass es hier nicht einfach nur darum geht, dass er sagt, übrigens Operation, Anti-Cheat, Danger Zone werden übrigens kommen. Und das ist jetzt die große Neuigkeit, weil ich hoffe, dass es doch sicherlich jedem klar war, dass es kommt. Also es ist ja logisch, dass eine Operation kommen wird, dass am Anti-Cheat gearbeitet wird, dass Danger Zone kommt, wahrscheinlich halt überarbeitet, klar. Und dass natürlich auch Skins und Waffen hinzukommen werden. Hier geht es einmal um den frühen Release, also war das ein Erfolg oder nicht? Hätten sie was anderes machen wollen? Und Valve sagt, dass es halt super war, sie haben ganz, ganz viele Informationen so sammeln können, weil sie einfach dann recht früh gesagt haben, let's go, jeder kann reinscheißen. So kommen natürlich dann sehr viele, vor allem eben Fehler zum Vorschein, die in einem kleineren Test, in einer kleineren Testphase vielleicht gar nicht aufgetaucht werden oder halt erst später. Das ist ja auch eine Praxis, die seit Jahren betrieben wird, mitunter eben diese Alpha-Beta-Tests, wo dann jeder halt rein kann oder sich reinkaufen kann oder wie auch immer, um eben direkt viel mehr Tester zu haben und das Spiel schneller auf den Stand zu bringen, auf dem es halt dann stehen soll. Was sie aber gerne geändert hätten, ist die Kommunikation bezüglich der Specs, also der Requirements. Wie gut muss dein PC sein, damit du das Spiel spielen kannst? Das hätten sie wohl besser machen können, sagen sie selbst. Ganz am Ende würde ich der ganzen Sache auch zustimmen. Also natürlich hast du mit einem offenen Test, wenn du sagst, oh, jeder kann spielen, let's go, die besten und meisten Daten für alles. Für das Spielgeschehen, aber eben natürlich auch für die PCs, für die Specs und so weiter und so fort. Solche Daten kannst du nicht sammeln, wenn du kleine Tests machst. Wichtig aus meiner Sicht wäre nur, dass man halt von Anfang an sagt, auch jetzt noch, Achtung, das ist übrigens nicht das richtige Spiel, nicht das fertige Spiel, wir sind noch am Wursteln. Theoretisch weiß man das ja auch, wenn man diese Anzeige sich nicht ausgemacht hat, unten links siehst du ja auch immer den Bild, wann der glaube ich live ging und wie lange der jetzt live ist, also theoretisch sollte da auch jedem klar sein, Counter-Strike 2 ist nicht fertig released, sondern wir spielen immer noch eine Testversion davon. Aber manchen ist es halt nicht klar, weil es aber auch nicht richtig kommuniziert wird. Hier im nächsten Part kommt es jetzt zum Content und hier wird dann nochmal erklärt, dass Arms Race und Co. von Anfang an in CS2 enthalten waren und auch ganz gut funktioniert haben. Das Ganze wurde dann aber sukzessive wieder rausgenommen, weil man natürlich zuallererst mal an der Basis arbeiten möchte und zwar an den Plattformen, auf denen die User die meiste Zeit verbringen. Und das ist nun mal Matchmaking, Premiere und so weiter und so fort. Aber das heißt logischerweise nicht, dass das Zeug weg ist. Erstmal den Kern und danach dann alles andere. Und es soll ja auch richtig funktionieren und da nicht irgendwie rumbacken, wie man hier sieht. Sondern es soll gut laufen. Im darauffolgenden Part geht es um das Scripting-Tool, das dann jetzt wohl in CS2 verwendet wird. Und zwar geht es hier um Pulse. Das ist scheinbar noch was recht Neues, wofür es auch keine richtige Dokumentation gibt. Darum sind auch die paar Leute, die darin ein bisschen rumgefuchst haben, noch ziemlich clueless, was halt alles damit machbar ist, aber es scheint extrem krass zu sein, denn man kann damit eben das ganze Scripting über Code umgehen und ganz, ganz viele Teile, wie man hier zum Beispiel gerade sieht, einfach drag and droppen und verbinden und das Ganze optisch eben benutzen. Das ist natürlich dann auch für jemanden, der damit nicht wirklich Erfahrung hat, viel, viel einfacher, um dann später, wenn das Ganze dann mal öffentlich sein sollte, was es wohl wird, dann auch eigene Game Modes zu machen und das sogar dann ziemlich einfach. Also wir können auf jeden Fall mit einer riesigen Anzahl an Game Modes, an Maps, an Spielen und so weiter rechnen, weil es eben mit diesem neuen Scripting-Programm sehr, sehr einfach zu sein scheint, Sachen eben zu erstellen. Hier sieht man auch nochmal eine Map, die jemand gemacht hat, die auf die echte Zeit reagiert. Also so könnte man dann auch Tag- und Nacht-Cycles machen, so wie es eben im echten Leben dann ist. Sowas war zum Beispiel in Go überhaupt nicht möglich und wird jetzt dann eben in CS2 möglich sein. Also wir können mit sehr vielen extrem geilen Sachen rechnen. Im folgenden Part geht es dann um Danger Zone und hier wird dann auch einfach nochmal angesprochen, dass Danger Zone kommt und dass es überarbeitet wird, stark überarbeitet wird, wollte ich gerade sagen. Man macht auf jeden Fall jetzt einiges besser, was halt früher wegen den Limitationen der alten Engine nicht ging. Also die ganze Geschichte hat natürlich gelitten unter CSGO, weil man nicht das machen konnte, was man gerne gemacht hätte, weil CSGO eben noch auf der alten Engine lief und die alte Engine halt gerade nach heutigen Maßstaben gemessen halt ziemlich scheiße ist oder war. CS2 wiederum kann jetzt halt richtig reinprügeln mit der neuen Engine. Neue Waffen, die dann, ich nehme an, extra für Danger Zone kommen werden, sind unter anderem diese Pipe Bomb. So eine Bärenfalle, wow. Ein Tripwire Molly, also einfach eine Falle, die du setzen kannst. Ein Raketenwerfer, das ist schon ziemlich krass, aber passt natürlich auch zu Danger Zone. Und einen sogenannten Smoke Beacon, also einfach eine Smoke, mit der du dann einen Airstrike, beziehungsweise nicht den Airstrike, sondern in dem Fall einfach eine Kiste anfordern kannst. Und da kommt halt eine besondere Kiste raus, die schwarz ist und nicht wie die andere. Und da ist halt tolles Zeug drin. Ach ja, und es gibt verschiedenfarbige Smokes. Wow. Weiter geht es mit den Maps. Auch hier haben wir natürlich mit den ganzen alten Maps zu rechnen. Train wird wiederkommen, Cash wird wiederkommen und so weiter und so fort. Manche Maps werden komplett von neu, also von null auf
frisch aufgebaut, andere werden nur überarbeitet. Und ja, also auch hier, ich muss es einfach nochmal betonen, weil ich halt immer wieder in den Streams auch höre, wie können die CS2 nur so stehen lassen? Und ich denke, hä? Was heißt stehen lassen? Der Map-Pool, die Spielmodi und so weiter bleiben doch nicht so, wie sie jetzt sind. Bei Go war das doch auch so, dass über die Jahre immer wieder was Neues dazu kam. Und auch am Anfang stand Go nicht perfekt da, sondern sukzessive wurde eben dran gearbeitet, das ist nun mal so. Hier vorne bei dem Pulse-Ding habe ich übrigens vergessen zu sagen, dass viele, viele Dinge zwar auch einfach von Go übernommen werden, andere werden aber auch einfach komplett neu gemacht, dass man alles neu in der Engine hat, was natürlich eben auch Sinn macht bei sowas Neuem wie CS2, dass du die ganzen Stärken der Engine komplett in diesem speziellen Ding, an dem du arbeitest, vereinen kannst. Und ja, Leute, Cobblestone kommt zurück. Im nächsten Part geht es um die Updates. Mehr als 20 Updates wurden seit dem CS2-Release oder dem Beta-Release rausgehauen. Und sie arbeiten ganz viel an der Stability, an den Bugs natürlich und so weiter und so fort. Vor allem am Subtick. Sie haben ganz viele Data-Center über die Welt eröffnet und haben eben so natürlich auch den Fokus auf einer stabilen Connection dann am Ende für jeden, dass es halt richtig clean läuft. Nicht nur vom Spiel, sondern eben auch vom Network aus. Und nun kommen wir endlich zu dem Part, auf den sich wahrscheinlich die meisten freuen, vor allem die ganz Neuen, die noch keine Operation mitgemacht haben. Und zwar gibt es eben einige Hinweise darauf, dass es dann bald wieder eine geben wird bezüglich dieser Comics. Wer ein alter Boxer wie ich ist, erinnert sich, dass es früher mitunter solche Comic-Strips gab oder eben Bücher, wo du dich durchwurschteln konntest, eine Story erleben konntest und eben auch die Aufgaben sukzessive abarbeiten kannst. Und das ist eine Sache, die dann hoffentlich wieder auf uns zukommt in der neuen Operations, würde mich sehr, sehr freuen. Und was ich persönlich extrem nice finden werde, ist dieser Co-op-Terror-Hunt-Modus, der am Anfang schon angekündigt wurde, beziehungsweise halt geleakt wurde, indem es darum geht, dass man halt Bots abklatscht, Wellen von Bots oder durch eine Mission durchwurschteln muss. Das wird hoffentlich ein fester Modus werden, denn den haben sich sehr, sehr viele Leute eben gewünscht, gerade nach den ersten paar Operations. Denn du hattest da eben Missionen, in denen du auf neuen Maps oder auf vorhandenen Maps in einem gewissen Bereich einfach X-Bots killen musstest, mitunter unter erschwerten Bedingungen, wie zum Beispiel, du musst eine Deagle haben, kannst aber keinen Deagle kaufen, musst also erstmal so und so viele Bots killen, bis einer von den Bots zufällig einen Deagle dabei hat, die du dann aufheben kannst und danach fängst du an, 20 Bots zu killen. Solche Sachen finde ich extrem nice, eben gerade mit einem Kumpel zusammen drauf zu schwitzen, auf Bestzeiten, Highscore und so weiter und so fort. Ich freue mich extrem, dass das hoffentlich dann eben auch umgesetzt wird. Wann wiederum? Ja, dann, wenn es halt fertig ist, da bin ich, also ich habe sehr viel Geduld, sag ich mal. Und was sicherlich auch für den einen oder anderen recht interessant sein könnte, ist hier die ganze Geschichte mit Premiere. Das haben wir damals ja auch schon gesagt, dass wir uns gut vorstellen können, es gibt den Winter-Rank oder die Wintersaison, Sommersaison und so weiter und so fort. Ende des Jahres könnte es darauf hinauslaufen, dass die aktuelle Season, diese Season 1 eben endet und dann die nächste beginnt. Was noch passieren könnte, ist, dass es für die ganz krassen Macher sowas ähnliches wie in Dota gibt, so einen speziellen Modus für die ganz, ganz Starken, wo man dann auf eine spezielle Art und Weise zocken kann. Ich weiß jetzt nicht. Also im Moment ist es, denke ich, bei weitem noch nicht so weit, dass man sowas liefern kann. Aber wenn dann noch ein paar Seasons ins Land gegangen sind und sich langsam herauskristallisiert, dass auch das Ranking-System so stehen bleibt, wie es dann schlussendlich stehen bleiben wird, dann kann man über sowas natürlich nachdenken, dass man so einen Hardcore-Modus für die ganz krassen macht. Am Ende des Videos geht es einmal um das Trust-System. Dota hat ja so ein Behavior-System, also ein Verhaltenssystem, was eigentlich dasselbe ist. Dort kriegst du auch angezeigt, wie dein Stand gerade ist, also wie schlussendlich dein Trust-Faktor-Score oder dein Behavior-Score ist und woran es eben liegt, also warum du kacke oder gut da stehst. Bei Counter-Strike ist das ja nicht der Fall. Du weißt nicht, wie es funktioniert und hast auch, also du weißt schon ein bisschen, wie es funktioniert, mehr oder weniger. Aber man hat eben keinen genauen Indikator, wo man gerade steht und warum man da gerade steht. Ich denke, bei einem Trust-System ist es sehr wichtig, dass du auf keinen Fall 100% weißt, wie er aufgebaut ist und wie du ihn manipulieren kannst. Denn dann könnten ja gerade Cheater, Smurfer und so weiter das Trust-System ausnutzen, das ja an sich im Moment extrem gut funktioniert. Das ist somit der Grund, warum ich und viele andere nicht mit diesem Train mitgehen, Counter-Strike ist so vercheatet, weil wir nun mal keine Cheater halt bei uns in den Games haben, weil unsere Trust-Faktoren so hoch sind, dass die gar nicht mit uns gequeued werden. Aber klar, den Score könnte man ruhig anzeigen. Im nächsten Punkt geht es noch um das Anti-Cheat-System. Hier ist es nach wie vor so, dass Valve auf den Weg setzt, nicht die persönlichen Daten zu durchforsten, so wie es andere Anbieter machen, sondern die ganze Sache server- und clientseitig da in der Mitte irgendwie abzufangen. Und dafür, so ist zumindest die Schätzung jetzt hier von Gabe Follower und auch von mir und vielen anderen, werden viele, 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 viele Daten benötigt. Darum geht man eben auch davon aus, dass gerade im Low-Trust-Bereich diese ganzen Cheater halt noch rumhampeln dürfen und nicht mit einem Mal
alle weggefistet werden, obwohl man sie möglicherweise auch schon wegfisten könnte. Ja, und ganz zum Schluss zeigt er hier auch nochmal die aktuellen Bannzahlen. Da habe ich auch schon ein paar Mal drauf verwiesen, dass es Quatsch ist zu sagen, Valve macht gar nichts, weil es werden auf jeden Fall Leute gebannt, mitunter täglich. Also du kannst hier oben in den täglichen Strang reingehen und sehen, dass täglich Accounts gebannt werden. Sicherlich keine riesigen Massen, hier dann ab und an mal ein kleiner Peak drin, da wurden dann halt doch mal mehr gebannt. Aber so overall fährt dieses Thema ziemlich seicht nebenher. Also es sieht wie das typische Datensammeln aus. Lass die machen, wir gucken, was wir aus den Daten rausziehen können. Und es ist schade, dass dann manche Menschen, echte Menschen, also was heißt echte Menschen, Legit-Spieler, gegen diese Affen spielen müssen. Aber ja, Daten, 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 her damit. Bezüglich der Datenlage gab es hier auch nochmal einen Punkt. Du konntest, wenn du da dich so ein bisschen rumgedreht hast und reported wurdest dafür, dir ziemlich schnell einen Wackbann einsammeln, auch ohne Cheat. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen muss an so einem Anti-Cheat natürlich extremst gearbeitet werden, weil wenn da mal jemand rumtrollt und auf den Boden guckt und sich so ein bisschen dreht, dann darf es natürlich nicht passieren, dass WackLive dann sagt, ah ja, ein Cheater. Da muss unterschieden werden und dafür brauchst du extrem viele Daten. Es ist wirklich nicht leicht für eine Maschine, für ein Programm, sowas zu erkennen. Was wir Menschen problemlos sehen, so wow, ist das ein Mockingbird? Das ist für Maschinen eben nicht so einfach. Ihr kennt ja auch diese ganzen Capture-Tests. Das können Maschinen halt nicht so gut. Dinge erkennen. Für die sind das ja einfach nur Zahlen. Das muss ich natürlich den ganzen Cracks sowieso nicht erklären, aber ich glaube, manch einer denkt da etwas zu einfach. Von wegen, ja guck mal, der dreht sich mit so einer Geschwindigkeit, also Band, der guckt auf den Boden. Ich komme ja aus der IT, also zumindest vom Studium her, ich habe da nie wirklich drin gearbeitet, aber im Studium habe ich halt einiges kennengelernt und solche Sachen brauchen wirklich Zeit. Vor allem, wenn du vielleicht auch nicht so fähige Leute dran hast. Wenn da jemand dran hocken würde wie ich, würde es noch 20 Jahre dauern, bis es fertig ist. 30, komm, mach 40 draus. Ja, und das war mein Statement zum neuesten Gabe-Follower-Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Änderungen, habe aber auch die ganze Zeit damit gerechnet. Also das ist jetzt wirklich nichts Neues. Ja, und falls ihr noch Fragen habt, können wir es einfach live dann gleich klären, außer das Video kommt mittwochs. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, es ist jetzt 16:30, der Stream ist um 18 Uhr und ich bin noch in der Aufnahme. Jeden Dienstag und Donnerstag ist ein Livestream ab 18 Uhr und jeden Freitag ist auch ein Livestream ab 20 Uhr. Rankommen, later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.